Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Videorezension. In diesem Video geht es um Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Da dieses Buch ja nun wirklich allgemein bekannt ist und wenn nicht das Buch, dann wenigstens der Film, hier nur minimal der Inhalt zusammengefasst. Es geht um Hazel Grace. Sie ist 17 und hat bereits unheilbaren Schilddrüsenkrebs mit Lungenmetastasen. Ihre Tage sind im Prinzip also schon gezählt und sie zieht sich immer mehr und mehr an sich selbst zurück, bis sie eines Tages auf Augustus Waters trifft, der ihr zeigt, dass das Leben schön sein kann. Meine Meinung zu diesem Buch. Dieses Buch bietet einen wirklich einen sehr guten Schreibstil und noch bessere Charaktere. Ich mag Hazel Grace wirklich sehr, denn sie ist witzig, sie ist klug, sie ist nüchtern und sie ist desillusioniert. Sie ist eine starke Person mit einem ziemlich schweren Schicksal, aber sie geht irgendwie ihren Weg, der mal leichter und mal härter ist, aber eben nicht, weil sie jetzt so fest davon überzeugt ist, sondern weil sie einfach keine Wahl hat. Sie sorgt dafür, dass in diesem Buch keine sei immer fröhlich Sprüche auftauchen, weil die einfach mal lächerlich und unrealistisch sind. Und dieses Buch ist, denke ich zumindest, sehr nah dran an der Realität, zumindest was die Krankheit betrifft. Wirklich unrealistisch ist hier eigentlich nur Augustus Waters. Ich liebe und hasse diesen Jungen. Also natürlich liebt man ihn, wie könnte man denn auch nicht? Wer das nicht liebt, der isst auch kleine Kinder und erschießt Hundewelpen. Aber er ist so scheiße perfekt. Ja, geradezu übermenschlich. Also mit seiner Art hält er einen so richtig schön den Spiegel vor Augen, was für ein scheiß Mensch im Vergleich zu ihm man selber eigentlich ist. Was ich auch wirklich noch sehr gut finde, ist, dass dieser Roman ein Nichts vorspielt. Er ist ehrlich, gerade auch in der Form von Peter van Houten vielleicht ein wenig sehr ehrlich, also um nicht zu sagen brutal ehrlich, aber trotzdem sorgt auf der anderen Seite der Humor von Hazel und von Augustus, dass das doch nicht zu krass ist, also nicht zu beschissen ehrlich ist. Aber verdammt nochmal, das Leben ist halt nicht fair und der Tod ist es auch nicht. Minimaler Kritikpunkt am Rande, das Ende. Ich fand das Ende nicht schlecht. Also klar war es tragisch und so, aber natürlich ist dieses Buch tragisch. Das ist jetzt hier nicht der Kritikpunkt, sondern ich weiß auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das Ende nicht so befriedigend. Rein individuelle Sache, aber wollte ich trotzdem mal gesagt haben. Mein Fazit zu diesem Buch. Ich werde hier keine Empfehlung für dieses Buch aussprechen, denn entweder hat man es eh schon gelesen oder man muss selbst entscheiden, ob und wann man dieses Buch lesen will. Denn dieses Buch ist nicht schön. Es ist hart. Dementsprechend für all diejenigen, die dieses Buch noch lesen wollen, stellt euch auf ein hartes Buch ein. Allerdings, es lohnt sich zu lesen. Okay, das war's dann auch schon von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!